Einen besinnlichen 19. Dezember 2023. Der Stern des Tages kommt heute von Astrid. Neunzehnter Dezember, wie die Zeit vergeht. Ja, die liebe Astrid hat gebastelt. Astrid bastelt gerne, hat mir auch noch so ein Teelicht eingepackt. Zumindest meine ich, das ist von ihr. Also hier dieses nette. Für den Advents- oder Weihnachtstisch eine schöne Deko mit einem Licht. Ja, und ein Stern aus Pergamentpapier. Da ist auch eine Anleitung dabei. Ich habe dann mal versucht, das Teil nachzubasteln. Ist ja schon schicki, muss ich sagen. Ja, bei der ganzen Sache ist mir eingefallen, ja früher hat man ja auch schön gebastelt. Also dieser Stern ist übrigens aus einem Sechseck. Falls dich die Anleitung interessiert, dann müsstest du mir direkt eine Nachricht schicken. Dann kann ich dir eventuell das einscannen und per Mail schicken. Oder einen Link schicken, wo das vielleicht herkommt. Aber mir ist eingefallen, früher haben wir aus Kreisen ähnliche, ja nicht ganz so schick, wirklich nicht ganz so schick, aber in dem Fall achtzackige Sterne gebastelt. Auch solche Scherenschnitte nenne ich sie mal, also Faltsterne, die man dann einschneidet. Dieser hier ist aus einem Kreis entstanden und wie ich den mache, das zeige ich dir einfach mal jetzt. Kleine Empfehlung, bei solchen Sachen geht es immer darum, wie dick die gefalteten Lagen am Ende sind. Und deswegen versuch es erstmal mit dünnem Papier. Das hier ist Schreibmaschinenpapier, also das ganz normale Schreibpapier. Schreibmaschine gibt es ja nicht mehr, weißt schon. Okay, habe ich einen Kreis genommen, hier. Einen von meinen lagenweisen Kreise, ich glaube den zweitgrößten. Damit habe ich ausgestanzt und wenn du magst, könntest du dir jetzt mit Bleistift hier nochmal eine Hilfslinie einzeichnen. Ob du die brauchst, weiß ich gar nicht. Ich habe es gemacht, weil es gab so ein, zwei Stellen, wo ich dachte, ja, da wäre ja eine Linie nicht schlecht. Okay, die habe ich mir eingezeichnet, die bleibt jetzt auch außen liegen. Am Ende sieht man sie so gut wie gar nicht mehr. Ich falte jetzt erstmal das Ganze zu einem Halbkreis. Also ich falte es einmal halb. Ich gucke gerade, ob das zwei Lagen sind. Es sind zwei Lagen, wir wollen nur eine. Ich falte nochmal halb. Da der lagenweise Büttenrand hat, also so eine nicht glatte Kante, ja, ist das, er liegt halb aufeinander trotzdem. Während ich hier so erzähle, falte ich nochmal halb und nochmal halb. Also ich falte noch einmal auf, damit du es nochmal siehst, wie viele Faltungen ich habe. Ich habe einmal halb gefaltet. Ich habe das Ganze nochmal halb gefaltet und kann es jetzt nochmal halb falten oder eine Seite nach links und die andere nach rechts. So, so haben wir es. Und jetzt denken wir uns eine Linie und zwar hier in der Mitte denken wir uns eine Linie. Ich male die jetzt hier drauf, das machst du mal lieber nicht. Und anhand dieser Linie schneiden wir von unten angefangen nach oben ein und zwar auf jeder Seite jeweils viermal. Daneben. Also unbedingt neben der Linie, die teilt praktisch das nur einmal auf. Hier mache ich meinen ersten Schnitt bis da oben an meine Kreishilfslinie Nummer 1 und ich weiß, ich brauche vier Schnitte. Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Wenn das zu dick wäre, weil du ein anderes Papier hast, so habe ich es zum Beispiel bei diesem Papier hier gemacht, dann musst du es nacheinander die einzelnen Schichten einschneiden. Und das mache ich hier drüben genauso. Gehe hier genauso an der Mitte lang, also knapp daneben. Schneide bis zur Hilfslinie oben ein. 1, 2, 3, 4. Ist übrigens eine nette Sache, so am Adventskaffeetisch, Teetisch, was auch immer. Mal eine Schere verteilen, gucken, was so für bunte Papierchen rumliegen. Kreise aufmalen, wenn du keine Kranzschablonen hast, also Kreisschablonen hast, nimm mal in deinem Küchenschrank Tellertassen, Untertassen, Schüsseln, die haben alle einen Kreisdurchmesser und mit dem kannst du arbeiten. So, jetzt gucke ich nochmal, ja, ich habe es so gemacht, du kannst jetzt auch variieren, dass du praktisch jedes zweite auf dieser Seite faltest und die anderen auf der anderen Seite, könnte man machen. Musst du aber nicht, ne? Kannst du so wie ich machen, einfach alle der Reihe nach hoch. Ich habe ja hier meinen Halbkreis vorhin gehabt,
Und jetzt falte ich hier die ganzen Spitzen nach oben. Und zwar die längste und die innerste. Also dadurch, dass ich vier Linien gemacht habe, habe ich immer hier dieses große Dreieck oder die große Spitze. Gucken, dass es flach faltet, dann liegt ja auch gut. Und diese innere Spitze. Und dann bleibt dazwischen das Innen stehen. Ja, und das falte ich jetzt der Reihe nach raus und das ist es auch schon. Danach kannst du überlegen, ob du das Ganze bügelst. Wie gesagt, versuch das mal mit unterschiedlichen Papieren. Dickeres Papier geht sicher auch. Designerpapiere, wenn sie ein bisschen dünner sind, könnten funktionieren und notfalls die Schichten nacheinander schneiden. Guckst, vier Ecken habe ich schon. Und jetzt geht das hier weiter. Noch eins. So, heute wäre der Zeitpunkt, wo man sagen kann, das möchte ich unbedingt noch sehen. Dann schreibt mir das heute in die Kommentare, weil jetzt wären echt die letzten Tage im besten Fall in einem Schwung mal hier eben abgedreht. Weil, ja, jetzt ist einfach nur eine Zeitfrage. Ich weiß ja nicht, wie dein Advent so läuft. Meiner läuft natürlich wie immer chillig. Also, ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist das immer. Ich weiß nicht, wie es kommt. Ich denke immer, man hat mehr Zeit und dann hat man doch weniger, also ich. Okay, haben wir schon alles. Guckt, so schnell geht das. Kleiner, bestimmt auch nett so in weiß, dann auch kleiner Kreis aufs Adventsgesteck. Notfalls nimmst du Tatsache deine Nagelschere, wenn sie gerade ist. Aber mit der, hast du gesehen, geht das auch richtig gut. Ja, das war die Idee für heute. Die Inspiration von dem tollen Stern von Astrid. Ja, ich habe noch einen Spruch. Mein Spruch des Tages, der mir so ins Auge gefallen ist, ist heute: Wer mit dem Strom schwimmt, erreicht die Quelle nie. Okay. Ich hoffe, wir sehen uns morgen Abend wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Mach's gut.